Hätte man gewusst, was sich daraus entwickelt, hätte man den Brandname anders gemacht, weil Internationalisierung ist schwer und man merkt auch bei manchen Produkten, der ist sehr lang, den kriegt man jetzt nicht mehr überall gut drauf. Ne, aber das wusste man damals nicht. Ja, der Influencer-Ritt, das war ziemlich spannend in den letzten Jahren. Nochmal kurz zu meiner Person. Ich bin Niklas Heinen, ich bin Gesellschafter und CEO von Heinen Love Brands. Das ist die Firma, die ich zusammen mit meiner Frau Joana betreibe. Und Joana ist eine Influencerin. Sie hat knapp 100.000 Follower mittlerweile und postet schöne Bilder auch aus unserem Leben. Das ist unser Sohn, der Hannes. Der ist mittlerweile 10 Monate alt. Ist auch anstrengend, aber auch sehr schön. Bilder aus ihrem Leben. Und daneben, das ist mein Profil und ich bin durch Joana auch so ein bisschen etwas, ja, auch so ein kleiner Influencer geworden, aber auch ein kleiner mit fast 20.000 Followern. Und es ist eben spannend zu sehen, wie sich das auch anfühlt, Influencer zu sein, wenn man auf einmal irgendwelche Kooperationsanfragen bekommt, gleichzeitig aber noch immer die Unternehmensperspektive im Blick hat. Unsere Geschichte ganz kurz. Wie ist Joana Influencerin geworden und was ist passiert? Joana, meine Frau, ist eigentlich gelernte Fotografin. Joana ist eine Kreative, Joana ist emotionsgesteuert und auch mal impulsiv und möchte Inhalte und Designs schaffen. Die möchte sich selbst zum Ausdruck bringen. Deswegen hat Joana auch im Alter von 17 die Schule abgebrochen, hat kein Abi gemacht und ist ihrem Herz gefolgt und hat gesagt, ich will Fotografin werden. Und wenn die was will, dann macht die das. Und dann hat die sich in Münster in einem klassischen Fotostudio, Studio Wiegel, bei uns auch um die Ecke haben wir früher gewohnt, so einen klassischen Fotografie-Passbild-Job 3 Jahre lang gemacht, die Ausbildung gemacht. Ich selber habe eigentlich Jura studiert und bin dann während meines Studiums, als ich ein Bewerbungsbild brauchte für die Corporate- und Compliance-Abteilung des Wüstenrot- und Württembergischen Versicherungskonzerns, in dieses Passbildstudio reingestolpert und Joana hat besagtes Passbild von mir aufgenommen. So sind wir dann so in Kontakt gekommen und haben uns kennengelernt und so nahm die Geschichte ihren Lauf. Die Geschichte hat sich dann wie folgt entwickelt, nämlich, dass Joana Bilder von sich gemacht hat. Also Joana hat angefangen, Selbstporträts neben ihrer Fotografietätigkeit zu machen und hat einen Blog angefangen zu schreiben. Der Blog hieß oder heißt oder nicht oder doch. Bezeichnend für Joanas Charaktereigenschaften, Ungewissheit, soll ich etwas machen, mal nicht ganz genau wissen, was man machen soll oder nicht oder doch. Hätte man gewusst, was sich daraus entwickelt, hätte man den Brandname anders gemacht, weil Internationalisierung ist schwer und man merkt auch bei manchen Produkten, der ist sehr lang, den kriegt man jetzt nicht mehr überall gut drauf. Aber das wusste man damals nicht. Joana hat diesen Blog angefangen zu schreiben und wie hat sich das entwickelt? Joana ist etwas, auch etwas wie ein Dinosaurier, denn Joana ist auch sowas wie ein Ahne, bloß ein bisschen jünger, ein Influencer-Dinosaurier, denn der Blog hat mehr und mehr Traffic bekommen und dann ist das passiert, was Ahne dann auch, oder was auch in diesem früheren SEO-Kontext war, die Leute haben versucht, auf den Blogs Links zu platzieren, Werbekooperationen zu machen, hey Joana, möchtest du nicht die Kleidungsstücke vorstellen? Und so wurde der Blog bekannter und bekannter und bekannter und irgendwann haben wir uns dazu entschieden zu sagen, wo muss ich denn immer hin? Da? Also genau. Und irgendwann hat Joana in einer Nacht- und Nebelaktion eine Schreibtischunterlage designt, in Photoshop als Designdatei, hat die bei einer Druckerei platziert. Wir hatten einen WordPress-Blog, es war ganz einfach. Neben dem WordPress-Blog haben wir dann einfach so ein WooCommerce-Plugin, das ist das Shop-Plugin, jeder, der mit WordPress schon mal gearbeitet hat und die ersten E-Commerce-Versuche, ich weiß nicht, Kirishan, ihr habt das wahrscheinlich bei Grace auch am Anfang mit WordPress gestartet. Jeder kennt dann aber auch die Fuck-Ups in der Skalierung, deswegen wechselt man dann irgendwann zu Shopware, ist heute auch hier, ne? Und hat diese Schreibtischunterlage da rein platziert. Und auf einmal haben diese Schreibtischunterlage mehr Leute gekauft, als wir Schreibtischunterlagen hatten. Hatten dann irgendwie 1.000 Schreibtischunterlagen nachgeordert, die sich bei uns im Keller stapelten. Unsere Eltern haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Wer soll denn diese ganzen Schreibtischunterlagen kaufen? Bei der Gelegenheit darfst du auch nochmal sagen, was Schönes auf den Sitzen liegt oder lag. Das haben wir eben nämlich vergessen vorzustellen. Ja. Ne? Nochmal einen großen Dank an dich. Genau. Ihr findet 2 tolle Geschenke von 2 ganz tollen Unternehmen auf eurem Platz. Unten angefangen findet ihr die neueste, willst du es gerade sagen? Studie zum Thema Attribution, also das ist jetzt mal ein bisschen die Vogelperspektive auf das ganze Thema Marketing. Wie attribuiere ich
oder wie allokiere ich meine Marketing-Spendings auf verschiedene Kanäle und wie kann ich das sinnvoll angehen. Hier sind auf übersichtlichen knapp 70 Seiten zusammengefasst, wie das geht, ja, mit Beispielen. René Otto, einer der Autoren, ist auch heute im Raum. René, heb mal deine Hand. Und ich weiß nicht, wie lange er heute noch da ist und ob er Anfragen in der Pause annimmt. Ich sage einfach mal ja. Herzlichen Dank, René. Ja? Und darüber liegt aber noch was, genau. auf den Sitzen. Dazu kannst du besser was sagen. Es lässt das Herz von den Damen vielleicht auch höher schlagen. Die Herren, nehmt es gerne mit, schenkt es euren Frauen. Das ist von unserer zweiten Marke, die wir neben oder nicht doch gegründet haben, Joe & Judy. Ist auf Instagram mit so mittlerweile 150.000 Followern vertreten. Eine Design-Brand mit Lifestyle- und Stationery-Produkten. Ein aktueller Kalender, einen Notizblock und unsere aktuellen Kollektionen. Dürft ihr gerne mitnehmen und auch gerne nutzen oder dann den Ladies schenken. Genau. So, was nach der Schreibtischunterlage passiert? Nach der Schreibtischunterlage, um es kurz zu machen, wir haben aus dem Blog und der Tätigkeit von Joana oder nicht oder doch eine Social-E-Commerce-Welt aufgebaut. Oder nicht oder doch hat mittlerweile um die 400.000 Follower auf Instagram, ist eine der bekanntesten Social-Brands für Frauen. Das haben wir 2015 richtig angefangen und in den letzten Jahren hat sich da ganz viel entwickelt. Stand heute ist, dass wir in der Company um die 50 Leute haben, mit einer eigenen Logistikgesellschaft, wir machen alles selber, wir sind auch gebootstrapped, uns gehört die Company noch. Ne, da seht ihr oder nicht oder doch, gibt es von der Schreibtischunterlage, die wir immer noch im Sortiment haben, über Kalender bis hin zu irgendwelchen Hoodies und Dingen, die den Alltag schöner machen, einiges. Und ein Aspekt, wie wir diese Marke aufgebaut haben, ist, und da ist uns zugute gekommen, dass Joana selber ja auch als Influencerin gearbeitet hat. Das heißt, die erste Schreibtischunterlage, die sie designt hat, hat sie intuitiv auch ihren Influencer-Freundinnen mit Reichweiten geschickt. Und das war dann sehr authentisch, weil viele Influencerinnen, die Joana auch kannte, diese Schreibtischunterlage vorgestellt haben und es war nicht werblich. Es war kein Mailverteiler, es war keine Agentur, die auf die anderen Influencer zugegangen ist, sondern es war einfach echt und Joana selber. Und das war der Startschuss von Influencer-Marketing, wie wir es dann auch als Company genutzt haben. Wir haben 2016 im Weihnachtsgeschäft um die 150 Influencer-Kooperationen pro Woche gemacht, mit teilweise bis zu 6 Millionen kumulierten Kontakten der Influencern. Wir haben das skaliert ohne Ende. Wir hatten teilweise 10 Praktikantinnen da sitzen, die nichts anderes gemacht haben, als Influencer-Kooperationen zu managen. Und ich zeige euch auch mal, wie sich das entwickelt hat. So. Und das ist der Punkt, den wir auch heute nochmal als Bogen spannen wollen. Denn auf so Veranstaltungen, auch auf dem DCD, wo ich im April auch gesprochen habe, ist mir nochmal wichtig klarzumachen, wie sich Influencer-Marketing und das Thema Instagram in den letzten Jahren entwickelt hat, das, wie wir das in 2016 oder 2015 und 2016 gemacht haben. Die Zeiten sind vorbei. Der Markt hat sich geändert. Diese Welt hat sich professionalisiert. Jeder Influencer, der damals 30, 40, 50.000 Follower hatte und eine Kooperation mit der Schreibtischunterlage umsonst gemacht hat, weil er sie nett und süß fand, die Zeiten sind vorbei. Die wird heute von einem Kevin Thewe, den wir heute gleich sehen, die Influencerin gemanagt und ruft dann für den Post vielleicht 500 Euro auf. Das heißt, wenn ich nicht HelloFresh bin und mir erlauben kann, auf einem ersten Warenkorb einen Deckungsbeitrag von minus weiß ich nicht wie viel Euro zu machen oder About You mit Maßnahmen, mit einer Riesenfinanzierung, mit einer richtig großen Maschinerie dahinter, muss ich als Brand umdenken und mir Gedanken machen, was passiert da in der Zukunft? Und damit wollen wir euch heute auch so ein bisschen mit hinnehmen, denn ich stelle gerade immer fest, wenn ich mit Leuten spreche, auch wo spreche, dass dann viele sagen, ja, wir haben jetzt auch Influencer-Marketing und haben unser Team, wir haben da jetzt einen, der das macht. Und dann sagt man dem, ja, aber wie man das früher gemacht hat, das könnt ihr nicht mehr so machen. Und dann gucken die so, ja, was mache ich jetzt? Genau, das ist die Frage. Und da wollen wir euch heute mit hinnehmen. Ich habe noch ein witziges Bildchen, ne? So ein bisschen eine Verarsche, aber das zeigt so ganz gut, ne, das ist ein Influencer-Post, Coachella von einer Influencerin, ne? Das zeigt so ein bisschen auch witzig, wie sich diese Szene entwickelt hat. Ne? Man sieht von dem Bild nämlich nichts mehr, sondern nur noch irgendwelche verlinkte Kooperationspartner. Genau, und das so als Abschluss und dann gebe ich das Wort wieder an Arne.